I want that. Ich bin zwar jetzt gerade mittendrin, aber es ist scheißegal. Ich habe vergessen, die Aufnahme zu starten. Ich muss mich jetzt... Ich muss mich sammeln. Es läuft echt gut eigentlich. Ich habe noch so viel Heil-Items. Ich habe noch das Beste. Aber die Angriffe werden jetzt auch dementsprechend brutal. Ich muss einfach zu Anfang, bis zu dieser Stelle hier, darf ich ruhig aggressiv gehen. Let's do this. Fuck off, kid. Done with your bullshit. Der Angriff. Oh, scheiße. Oh, das ging viel zu lang. Oh mein Gott, das ging viel zu lang. Puh. Ich habe vor allem, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe gedacht, die Phase wäre vorbei. Da habe ich abgeschaltet zu früh. Das war mein Fehler. Da habe ich zu früh abgeschaltet. Das wiederum war ziemlich scheiße. Aber gut, ist nicht schlimm. Ich weiß mittlerweile, dass ich es kann. Das ist viel schlimmer. Because then you see some part of me you don't want to see, Sans. Glaub mir, Junge. Du lernst einen Teil an mir kennen, den du nicht kennenlernen willst. Das ist der Teil, der den weißen Knaben von Kors den Arsch aufgerissen hat. Safety. Nicht so tragisch. Da irgendwie diese Phase macht er mal gefühlt nur einmal. Also hier diesen Angriff. Ich meine, gut, ich hätte ihn gern häufiger, weil der ist an sich ziemlich leicht. Ah ja. This one. Wo ich rausgefunden habe, dass Springen doch um einiges sicherer ist. Einfach weil du viel länger in der Luft bist und weniger Gefahr läufst, da unten in dieser Grube zu landen. Fuck. Du bist aber jetzt gerade... Aber ein Schnuckelchen, mein Freund. Aber ein Schnuckelchen. Das war eine merkwürdige Hitbox. Ja, das war... Speer. Ja, das wird mir helfen. Fuck, ja, da. Oh mein Gott, I should be dead. I should be dead. Okay. Das war fies. Okay. Nice.
Wow. Guten Tag. Nice. MF Byte. Keine Frage, keine Frage. Alter. Shit. Judas, danke für den Host. Und Jiraji, dir auch. Und Dark Souls, generell ich euch allen danke für alle Hosts, generell. Ich guck halt nur gerade. Ja, ne? Das war nice. Okay. Das sieht gar nicht schlecht aus. Ah, diese Seite sieht jetzt nicht so gut aus. Ich hau mir jetzt das rein, einfach um fast voll zu sein. Jetzt habe ich noch zwei Heiter. Es lief nicht, es läuft, die ist ja jetzt nicht so gut wie vorhin. Aber es läuft okay. 90 HP, das ist nice. Okay. Well, we're for sure. Ach, shit. Manchmal ist es scheiße, den Winkel von diesen Dingern abzuschätzen. Das ist mein Problem gerade. Den Winkel von den Dingern. Aus. That's good. Maybe I'll say no, no, feel good, laugh, a friend. About to fuck off. Did ridiculous, right? To the person who never happy. Oh fuck. Shit. Ja, ich hab nichts mehr. Got nothing left. I keep consuming timelines over and over until, well, hey, take it from me, kid. Someday you gotta learn when to quit. Ja, da, dieser Angriff wieder. Dieser Angriff, aber diesmal. This time. You fuckhead. I know. This time. Okay. War wieder nicht schlecht. Wir haben bislang fast jeden Versuch, ne? Bisher fast. Let's just go to the point. Let's do this. Inhale. I'm sick of your bullshit. Macht nix. Als ich wollte. Aber gut. Das war mega blöd. Das war mega dumm von mir. Da bin ich genau drin gestanden und hab's getankt wie ein Boss. Nice.
Das habe ich gerade einfach nur getankt wie ein Schlauch. Ich glaube, hier ist es echt die beste Taktik, wenn du echt unten bleibst. Da bist du am flexibelsten. Fuck. Macht nichts. Ich glaube, der nächste ist, den kann ich. Oder auch nicht. I almost overshotted. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, wo ich bin in der Liste. Blunt, okay, da sind wir. Keep a clear mind. Don't get distracted. Machen wir so. Jetzt haben wir noch zwei Hero Steaks und das andere Steak. It's not bad. Nani? Stay determined. Danke, MathBite. Vielen Dank. Nice. This is nice. Nachtara, danke für deinen Host. Wo hat mir nichts abgezogen in der Zwischenzeit? Sometimes until well. I don't know when to quit. Haben mir ein bisschen was abgezogen, macht nichts. Once today. Inhale! Inhale! Because you see, all this fighting is really tiring me out. Aua. Mr. Zircon does not require votes. His currency is pain. Nur nicht ablenken lassen. Das wäre nicht gut. Sei konzentriert. Konzentriert. Murmel, murmel, murmel. Fick dich, Regret! Aber trotzdem vielen Dank. You're pushing me. Then I'll be forced into a special attack. Yeah, my special attack sounds familiar. Well, get ready, because after the next move, I'm going to use it. So if you don't want to know, it'll be a good idea to die. Fuck. Fuck. Yeah. I'm so done.
Well, here goes nothing. Are you ready? Sure did, I'll show you my special attack. Oh, wie fies! Oh, danach macht er direkt damit weiter! Oh, dieser Wichser! Oh, damit macht er direkt mit diesem Move weiter! Okay. Oh, nur mal for the record. Wie viel hätte mir da jetzt gefehlt? Wie viel hätte mir da jetzt gefehlt? War das wirklich seine letzte Attacke? War das das letzte Attack? Ah, ist schon schlecht. Aber gut. Das war echt sein letzter Move. Ich war in seinem letzten Move. Oh, since you made one big mistake, jetzt hab ich Blut geleckt. Going to murder you. Going to murder you. Maybe not this try though. Yep, maybe. Nope, maybe not this time. Not this time. Not this time. Oh. Da hab ich ja meinen Kaffee verschluckt. I'm dying. Oh. 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 Alles, oh, ist okay. Oh. Ja, nee, das war ein Fehler. Fail attempt. And the coffee is going to kill me. Okay. Okay, then. Gibt's irgendwie so eine 0,00001% Chance, dass er vorher getroffen wird? Nur mal so aus Interesse. So eine 0,00001% Chance. Ich würde es diesem Toby Fuck ja zutrauen, dass der sowas einbaut. Schade. Ich meine, so richtig ultra rare. Off! Ja. Da hat es mich gerade einfach nur aus dem Konzept gebracht, dass ich schon auf dieser kleinen Plattform war. Das und mein Kaffee. Mein Kaffee is going to kill me. Ich arbeite gegen den Kaffee gerade. Oh nee, I lost my composure. All because of coffee. Also manchmal call ich echt Bullshit on damn Hitboxes. Ja, wow, nee. Die letzte Wand. Oh Mann, nee. Okay, Sekunde. Kaffee, verflucht seist du. Oh, eiskalte Hände. Get your confidence back. Ich bin so weit gekommen schon.
I've got so far. Ja, doch, ich call Bullshit an manchen Hitboxes. Come on, jetzt wird's lächerlich. Wow, spicy. Might die hier. Oder auch nicht, okay. Alles gut. Aber trotzdem. Come on jetzt, aber. Ah, jetzt lächerlich. Das wollte ich doch. Egal. Okay, die Nudeln könnte ich mir holen. Ja, aber ist denn nicht jedes Mal diese elendig lange Cutscene, wenn du die essen willst? Fuck. Nice. Sieht nicht gut aus. Isst man die Instant-Nudeln einfach nur und sie heilen komplett, dann gehe ich da echt gleich nochmal für zurück und hol die. Dann, also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann gehe ich nochmal zurück und hol die. Dann ist mir das Backtracking sogar tatsächlich wert. Auf mir einfach Schaden zu machen, du Pissbirne. Winkel manchmal, ne? Von diesen Dingern. Hab ich schon überlegen, ob ich einfach nur stehen bleiben sollte, ob das nicht sicherer ist. Und wenn die so übereinander sind. Es ist echt fies zu erkennen, wo die anfangen.
Das war vielleicht jetzt sogar ein Fehler. What was not, you daft cunt? Oh fuck. I'm dead. I'm dead. I'm so dead. But I'm not the one who gives up easily. Duck shit. Ja, okay, gut, dann da ich halt hier. Gut. Okay. Backtrip. Kleinen Trip zurück ist ja nicht so weit eigentlich. Ist ja nur durch ganz Hotland. Basically. Ist nicht so schlimm. Wir haben ja hier den Aufzug. Yay. Ups. Okay, nice. Nice days. Jetzt gehen wir einmal zurück. Get ourselves some noodles. Some nice delicious noodles. Das ist nämlich ein zweites Item, was uns einfach mal komplett voll heilt. Es gibt Leute, die bekämpfen den Dude mit nur einem HP. Es gibt solche Suchtis. Es gibt Speedrunner, die für die sagen, boah, Sense ist doch easy. Aber ja, doch so ein Item, was mich nochmal extra komplett voll heilt, ich glaube, das könnte mir durchaus das Leben retten. Deswegen. Gut, wir werden vielleicht eine unserer... Ich glaube, wir müssen so... Ja, wir müssen einen unserer Legendary Hero Dinger wegschmeißen. Macht ja nix. Wird die Pfütze hier immer mehr? Das kommt mir so langsam so vor. Weil ein Item, was komplett voll heilt, könnte wirklich... könnte unser Leben retten. Ergo, wenn wir zum Ende hin nochmal ein Item haben, was uns voll heilt. Idealfall für die letzte Attacke nochmal voll heilen. Ne? Und dann wirklich hoffen, dass ich das schaffe. Das ist so mein Plan für das Ende. Ist ein bescheuerter Plan. Aber es ist immer noch besser als gar kein Plan. So, warte mal. Beat up figure. Warte mal, ich muss das im Kühlschrank, ne? First is filled with instant noodles. We'll take a leave it, Sekunde. Drop. Abandon drop here. Warte mal, kann ich auch? Ach schade, ich kann nur einmal. Okay, ich glaube, das wäre auch ein bisschen OP. Ja, jetzt haben wir einmal instant Nudeln. Okay. Wir haben also... na, fuck it. Ich weiß ja, dass das Steak auch ziemlich gut hochheilt. Von daher. Stell dir mal vor, man könnte euch hier ein Würzchen nur Nudeln holen. Das wäre ein bisschen broken. So. Backtracking. Oh, Kaffee, du hast mich enttäuscht. Du bist kalt. Du hast mich enttäuscht. Also ich sollte wirklich, vor der letzten Attacke sollte ich Full Health sein. Es war ja, also wenn das jetzt laut euch war, war das ja seine letzte Attacke. His last straw. Von daher. Das Schlimme ist, es hat mir gezeigt, dass ich so weit kommen kann. Das ist gefährlich. That's dangerous, kids. It's dangerous, I tell ya. Hm? Mal kurz. Mir wurde was von mir. Ach so. The Bone Zone. Oh nein. Bitte keine Joel-Witze jetzt. Das hält mein Körper nicht aus. Komm noch mal alles. Okay, Sans. I'm ready for Freddy. Let's just get to the point. Yeah, I still call a bit bullshit on that hitbox, but okay.
Macht nix. Der Angriff da kommt immer noch nicht ganz drauf klar. Wow, der war aber mal. Ah, ein bisschen spät, mein Freund. So was macht man doch nicht. Acting like a fucking twat hier. Okay, not bad. Einmal hochheilen. Spring doch, du fucking Scheiß! Och, Mann. Ja, nee, das ist wieder so dieser Punkt, wo ich nicht einsehe, wo ich nicht von meine Schuld befinde. Weil die fucking Controls für diese Phase echt nicht gemacht sind. Da klackt's bei mir. Oh, gut. Oh, gut. Come on! Damn hitboxes! Nochmal? Okay. Da wurde ich jetzt nicht getroffen. Das meine ich mit merkwürdiger Hitbox. You know? Das meine ich mit funky Hitbox. Manchmal sind die Dinger echt merkwürdig, was die Hitbox angeht. 81 seems legit. Wir haben jetzt noch einmal ein L-Hero Steak und zwei Vollheil-Items. Das ist eigentlich gut. Everything I would grant him is a quick death. Ja, sei halt ein riesen Arschloch, was das angeht. Fuck. Nee, das war dumm von mir. Das könnte jetzt mein Ende sein. Wobei. Ja, jetzt zieht er mich ja schon wieder auf Null runter. Das ist wie gesagt, was ich einfach nur unfair finde. Dass er einen einfach Zeug abzieht, selbst im Menü. Das ist irgendwo mega asozial. Da habe ich mich selber gecornert. Nice. Ja, das... Oh, fuck. Ja, aber das habe ich jetzt mittlerweile raus. Du ziehst mir nichts mehr ab. Hör jetzt auf damit. Aber...
auf, mir abzuziehen, Arsch. Er hat mich eben gerade wieder instant runtergezogen, der Wichser. Da konnte ich gar nichts machen. Stop it! Stop it! Das Problem da jetzt ist immer, jetzt bin ich schon zum zweiten Mal bei dieser Phase gestorben. Das Problem dabei ist, er zentriert einen nicht. Wenn er diesen Angriff sonst macht, zentriert er, bist du ja zentriert. Jetzt aber immer bist du ein bisschen unzentriert und da finde ich noch nicht den Weg immer drumherum. Aber ich meine... Wie gesagt, ich habe das Gefühl, er hat mich gerade das eine Mal betrogen. Weil ich habe nach oben gedrückt, aber er hat mich instant wieder in die Knochen runtergezogen. Das kam mir irgendwie beschissen vor. Genau wie diese Hitbox hier, ne? Also, Kumpel. Schönes Spiel, aber an den Hitboxen arbeiten wir noch. Dieser Angriff, ne? Can go straight fuck itself. Genau wie die Dinger. Mit so einer wonky Hitbox einfach. Oh, come on! Du hast den auch gleich mal gekratzt. Hoppa. Alter, wenn du das hier gemacht hast, ne? Es ist wie Son Gokus Training für Plattformer. Auf einmal nimmst du diese 10 Tonnen Gewichte ab, die sich ihn hier nennen. Und du kannst jedes Super Mario instant. 100% Speedrun. Ja, das muss jetzt mal. Leider. Das war... Das hat mich jetzt nicht getroffen. Das meine ich mit wonky Hitbox. Es ist einfach, die machen manchmal, was sie wollen. Aber ich glaube, die wurden einfach so gemacht. Ich glaube, er wusste. Ich glaube, Toby Fox wusste das, dass diese Hitboxen nicht funktionieren. Und hat die aber so gelassen, sagt dem Motto, hier, Sans nervt noch nicht genug. Ich glaube, er und hier Bennett Foddy würden sich super verstehen. Pass mal auf, am Ende kennen die sich sogar. Nice. Weit springen. Ne, warte, ich glaube, es ist jetzt der letzte. Ja, okay. Ich habe noch die Nudeln. Aber ich muss mich jetzt einmal wenigstens auf 90 hochheilen. Zwei Hero, einmal Nudeln.
schick dir deine Hitboxes sonst wohin. Komm, ich finde die eigentlich schlimmer als die großen eigentlich. Er hat mir da nichts abgezogen? Sehr freundlich. Ich Idiot! Nee, da muss ich jetzt, oder? Nee, komm. I can do this. Gut so. Das war vielleicht ein Fehler. Das war sogar sehr wohl vielleicht ein Fehler. Ja, das war eventuell ein sehr großer Fehler. Und eventuell mein letzter. Not really. Alter. Oh, fuck you. Fuck you, dude. Ich find's geil, wie er mir immer noch weiter abzieht, obwohl das eigentlich nichts bringt. Da, das meine ich! Wenn er zweimal dieselbe Richtung macht, das ist voll asozial! Da kannst du nichts gegen machen! Sieht wieder nicht gut aus. Yeah, das meine ich. That's it. Ja, nee. Und wieder. Und wir sind nicht mal in seiner Last Attack. Das, ja, fuck it. Dude, ich stream nicht mal eine Stunde. Achso. Von daher, ja. Oh Mann, irgendwas von wegen... Oh, ich habe irgendwie nur in den Chat rüber gelookt und dann stand da irgendwie was von wegen, ist der Stream schon leer? Und habe ich gedacht, oh nee, come on. Und dann, oh... Nee, ich will euch damit nicht die Schuld geben, um Himmels Willen. Das, ich habe mich selber gerade abgelenkt damit. Suck dick. Da schon wieder. Das meine ich. Oh Mann. Wieso ist diese dumme Plattform dann da? Fuck. Nicht da. Oh, scheiße. Cursed Run. Cursed Damage of the Internet. In der zweiten Phase macht er einem einfach so unglaublich viel Panik, weil er einem halt immer was abzieht. Das ist so unglaublich scheiße. Ja, das auch.
Den Angriff hatte ich mal auf Lockdown. Das weiß ich noch. Aber irgendwie... Das war vielleicht ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Ich war noch gar nicht so weit. Ja, und da fuckt mich das ab. Gut, das war mein Fehler. Da war ich nicht richtig auf der Schiene. Da habe ich gedacht, ich wäre schon weiter, als ich eigentlich bin. Das ist ein Choke Point. Das ist gerade echt ein Choke Point. Wenn ich mal so weit komme. That is. Schieb dir deine Hitboxes sonst wohin, Junge. Meine Güte. Oberpräzise Scheiße. Da schon wieder! Diese dreckige Plattform! Schieb dich beiseite, Mensch, wenn ich sowas mache. Ach, Mann. Es ist entweder der komplette Anfang oder also in der Mitte ist irgendwie kaum was, wo ich super Probleme habe. Es ist so dieses Ende. Ich meine, das hier ist schon fast RNG. Ich weiß genau, was ich machen muss. Und manchmal komme ich mit 100% raus. So wie jetzt gerade. Aber manchmal... Manchmal sagt sich die Hitbox einfach nur, go fuck yourself. Jetzt kommt der Drecksangriff wieder. Vor allem, dass du nicht schnell genug nach unten kannst mit diesem dreckigen Ding. Come on jetzt! Das ist... So. Ich warte da jetzt einfach immer. Ganz einfach. Weil diese Plattform ist ein Arschloch. Die denkt sich immer, sie wäre die Tollste, aber ist ja einfach nur scheiße. Oh fuck. Okay. Okay. Fakt ist halt so, je länger der Kampf geht, desto schlimmer wird's für mich. Je länger der... Fuck! Ich find's auch geil, wie die da oben irgendwie mehr Schaden machen, als die da unten. Wahrscheinlich, weil wir einfach 10.000 sind. Because they are Legion. Ich sag dir, Sans, wenn ich mit dir fertig bin, ich schieb dir jeden deiner Knochen genau in den Arsch. Ich hab mich ernsthaft um ein fucking Mistding verplant. Wie
Gasterblaster sind der einfachste jetzt überhaupt. Außer wenn er sich wie ein riesen Hurensohn benimmt, wie jetzt. Das ist so ein typischer RNG-Scheiß. Ach, come on jetzt! Immer gut mit deinen scheiß Hitboxen, Mensch! Himmel, Arsch und Zwirn! Kann doch nicht wahr sein! Weißt du, manchmal gehst du durch Dinger durch, es passiert überhaupt nichts und manchmal... Oh! Gottes Willen, diese Hitboxen. Schrecklich! Alter, verarsch mich weiter. Ist richtig, ist okay. Halt dein Maul, Junge. Shut the fuck up. Ich muss mir die aufheben. Sieht zwar auch schon wieder richtig scheiß aus an sich, aber gut. Danke, Hitbox. Da bist du schon fast eher besser bedient, wenn du den Schaden einfach nimmst. Nix da. Das ist jetzt ganz schlecht. Oh Gott. Ich konnte ihn nicht sehen, der andere war da drüber. Oh. Das ist nicht gut. Oh, come on! Deine Hitbox kann mich mal sonst wo. Alter. Ja, das wird nix. Da hat er mich schon wieder reingezogen. Ey, das ist so Bullshit. Hitboxes. Fucking Hitboxes. Alter, manchmal habe ich das Gefühl, dieses dreckige Herz ist 10-mal so dick. Wenn ich eine Pause mache, die Pausen funktionieren nicht. Pausen funktionieren generell nicht. Oh, Sans, tu mir bitte einen Gefallen. Komm mal ein bisschen weiter näher. Ich habe keinen Bock, immer jedes Mal diesen langen Weg zu dir zu laufen. Neu bitte. Ne. Das Spiel mich schon so verarscht. So. Alter, es ist... Schnauze. Es sind diese dreckigen Hitboxen. Das ist nichts anderes. Hm.
Nani? Bei der Macht von Grayskull. Du hast die Macht, ist gleich. Mathbite, danke dir. Aber jetzt gerade brauche ich Zen. Da schon wieder. Diese Plattform ist des Teufels. Diese Plattform wurde vom Teufel persönlich erschaffen. Geh doch, Mensch! Manchmal bewegt sich das Ding so scheißen langsam und... Es bewegt sich manchmal so scheißen langsam. Toby Fox, bitte programmier niemals Plattformer. Bitte. Das ist absolut nicht deine Stärke. Weil jeder deiner Charaktere würde wahrscheinlich 3 Tonnen wiegen und käme nicht vor einer Plattform. Das wäre dann der Anfang von Nuts and Bolts. Das Game. Ja. Komisch, ich hab mir da was zurechtgelegt für, aber meistens it did not work. Schieb's dir sonst wohin. Ja. It'll be alright. Shut the fuck up. Schieb's dir sonst wohin. Come on jetzt.
Experience tranquility. Experience tranquility. Thank you.
Nee, das... Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. I can do this. I got even further. I can do this. All I need is a perfect run. Ganz ehrlich, ich hätte mehr Probleme, wenn ich mit Tastatur spielen müsste. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich bin Controller-Kind. Wenn ich mich einmal in sowas verbissen habe, solange es einen Controller hat, kann ich das auch schaffen. Zumal, wenn ich mir jetzt so die Steuerung angucke, also generell hier das, was sich hier Plattforming schimpft, ne? You know. Dreimal hintereinander unten. Hat er auch noch nicht gemacht. Dreimal hintereinander ganz unten. Okay. Not bad. Not that bad. Yeah.
Du willst mich schon wieder bescheißen, wa? Ich sehe das doch. Go all out. You and me, Sans. Was ist los, du Wichser? Bist du müde? You did it! You fucking tired bitch! You did it! Alright, that's it. It's time for my Was? Das war's nicht? Are you ready? Here goes nothing. You're doing... Yep. That's right. It's literally nothing. Your turn never ends. You cheeky dick wolf. I did it. I did it! That's not gonna be any easier. I get it. You know I can't beat you. One of your turns, you're just gonna kill me. So, I've decided it's not gonna be your turn either. I'm just gonna keep having my turn until you give up. Even if it means I have to stand here until the end of time. Capiche? I can wait. I can wait. I get bored here. You get bored here. If you haven't been bored already, I mean, you finally quit. Ich hab Zeit. Ich bin arbeitslos, Sans. Ich hab Zeit. I know your type. You're very determined, aren't you? You never give up, even if there's absolutely no benefit to persevere whatever. If you can make what clear, no matter what, you just keep going. Not of any desire for good or evil, but just because you think you can. And because you can, you have to. I'm so done. I fucking did it. But now you reached the end. There's nothing left for you now. So, my personal opinion, the most determined thing you can do here is to completely give up. Yarn, do literally everything else. I will kill you. I will kill you. I got time, dude. Ich hab genug Zeit. Ja. Ich hab mehr als genug Zeit, Sans. Du hattest ja genug Zeit, das jetzt hier die ganze Zeit auszuprobieren. Du hast es gewagt, dass ich an mir zweifle. Oh.
Du kleiner Wichser. Getting sleepy, eh? It's so tiring, eh? It's so tiring, right? Oh. Oh, still awake, eh? Immer noch wach, okay. Okay, immer noch wach. Aber weißt du, ich kann lange wach bleiben, Sans. I will kill you. I will kill you. Irgendwann schläfst du ein. Irgendwann geht dir die Kraft aus. Don't worry, lieber Chad, ihm geht's gut. Er versucht nur ein bisschen cool zu wirken. Sleep. Es tut im Schlaf auch überhaupt nicht weh. Okay, this is awesome. Okay, ich schieb die Box. Noch etwas mehr. Oh, noch ein bisschen mehr, okay. Ein bisschen mehr. Oh, noch ein bisschen mehr. Oh, noch ein bisschen. Oh, ich mag Sans. Er ist einer meiner liebsten Charaktere. Aber du hast einen Fehler gemacht, mein Freund. Du hast mich dazu gebracht, dass ich an mir zweifle. And that's what you get. Kinda hurts. Du bist ein Skelett, er kann eigentlich gar nicht bluten. Okay, gut. So. Guess that's it, huh? Just don't say I didn't warn you. It's ketchup. Es ist wirklich Ketchup. Echt jetzt? Well, going to get to Grubby's. Papyrus. Do you want anything? Level 20. Level 20. Kommt noch irgendwas, was mich töten könnte, technisch gesehen? Das war der Final Boss. Du kannst ja mal gucken, was noch passiert. Nee, ich meine, ob ich jetzt nochmal hätte zurückgehen müssen, speichern. Achso, oh, okay. Okay, ich darf literally danach speichern. Okay. Okay. Ich will mal gucken, was ist jetzt hier unten im Keller? Immer noch nichts verändert. As comfortable as it looks. Oh, Kara, du. Wow. You're morbid. Alter. Oh, but my point still stands. Es ist ein geniales Spiel mit genialen Charakteren. Und please don't get me wrong. Sans ist immer noch einer meiner Lieblingscharaktere. Zwar nicht beliebter als Undyne, weil Undyne habe ich irgendwie, die mochte ich von Anfang an. Aber es ist einfach, es ist immer noch ein Spiel. To be brutally honest. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wieso schreiben Leute nur noch Smileys in den Chat? You will see. This scares me. Weißt du, normalerweise ist mein Chat sich nie einig. Aber jetzt auf einmal ist mein Chat um mal ganz kurzes, um Kontext zu geben. This scares me. Wenn sich auf einmal mein gesamter Chat einig ist. This is creepy. This literally freaks me out. Wenn sich auf einmal... Mein Chat ist sich nie einig. Jedes Mal, wenn ich Votings mache. Mein Chat ist sich nie einig. Aber jetzt. I mean, Jesus fucking Christ. Wie die Jade-Soldaten. This scares me. Let's get over it already. Curious.
I've never seen a plant cry before. Huh? You must be the one that Flower just warned me about. Howdy. What kind of monster are you? Sorry, I cannot tell. Well, we... No, no. There's no need to fight. Why not settle this? Over a nice cup of tea. Man kriegt nicht mal die Chance. Man... Why, you... See? I never betrayed you. It was all a trick, see? I was waiting to kill for you after I was your best friend. I'm helpful, Casey. I promise won't get in your way. I can help. I can... Please. Please don't kill me. Jesus, girl. Ich sehe leicht anders aus. Das bist nicht du. Greetings. I am Shush. What's this music? Thank you. Your power awakened me from the death. From death. My human soul. My determination. They were not mine, but yours. At first, I was so confused. A planet failed, hadn't it? Why was I brought back to life? You, with your guidance, I realized that purpose of my reincarnation. Power. Together, we reincarnated the enemy. Eradicated, sorry. Mein Englisch, it sucks. Became strong. HP. Attack. Defense. Gold. Experience. Level. Love. Love. Every time a number increase. That feeling. That's me. Shush. Now we have reached the absolute. There's nothing left for us here. Let us erase this pointless world and move on to the next. What? Du hast die Wahl. Schließt du dich Kara an und löscht das Ganze oder sagst du lieber nicht? Leute spammen immer noch dieses Dings und alle sagen, die meisten schreiben Erase. Ich bin auch für Erase. Ich meine, ich habe das Gefühl, es wird so oder so nicht gut für mich enden. Ich sag mal so, mit Do Not... Ich mach einfach mal Erase. Na gut. Right. You are a great partner. We'll be together forever, won't we? That's a lot of lines. Kara hat dich umgebracht. Jesus. Du stirbst eh in beiden, also. Ja, wunderbar. I die anyway. Bei Do Not wird's aber noch witziger. Ist das jetzt so, dass... You're dead. Ja, aber... Lass mich raten. I hear something. Ich höre Rauschen. Die Welt um dich.
dich herum halt. Du kannst nichts machen. Du bist tot. Ein bisschen. Okay, ich warte. I wait. Weil ich höre was. Es ist auf jeden Fall. It's not crashed. Spielst du eben, als der Name des ersten Kindes wie in den Untergrund gefallen war. Ein Pazifist neben dir, ein Kind schon mal den Tod gesehen, den du gespielt hast, wie Frisk. Ah. Ja, und dein Schusch ist Karma. Maximal 10 Minuten was? Okay, dann. Genieße es, tot zu sein. Ich genieße es jetzt gerade mal, tot zu sein. Ja, und laber mal. Oh mein Gott. Oh, Alter. Ich hab's geschafft. Für viele einen der schwersten Bosse unserer Zeit. Alter Verwalter. I feel exhausted. Dieser letzte Angriff, ich hatte so Schiss, dass der noch weitergeht. Aber als ich diese Blaster gesehen habe, da muss ich wieder sagen, das ist gut designt, weil es gibt ja gerade genug Zeit, um zu verstehen, was da los ist. Es gibt dir gerade genug Zeit, dass der da anfängt, aber du siehst, wie die sich schon so auffächern. Das heißt, du siehst, dass das so eine Kreisbewegung ist. Deswegen, es ist schon... Auch wenn ich weiß nicht, vielleicht war ich einfach nur salty, aber... Die Hitboxes haben mich manchmal echt abgefuckt. Also, manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe straight durch Dinge durch und nichts passiert mir. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich gehe perfekt durch, nehme aber Schaden. Deswegen, es ist... Ich bin so fertig gerade. Und irgendwas soll auf Twitter sein. Ich check das mal. Hol dir mal ein Handy. Oh Scheiße, sie will mir was zeigen. Ja, hier ist auch nichts gegen. Ich bin so geladen jetzt nach dieser Aktion. Alter, die letzte Attacke. Ich hab erwartet, das Schlimme ist, ich hab erwartet, sie ist länger. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab erwartet, sie wäre noch länger. Deswegen. Ich hätte es ihm zugetraut. Aber als ich dann wusste, sagte Motto, okay, jetzt macht das von zwei Seiten. Da hast du dann schon so ein bisschen umgeschaltet irgendwie. Diese lange Fahrt ging irgendwo. Da hatte ich wenig Probleme eigentlich mit. Okay, erstmal auch Schaden genommen, weil das Momentum damit echt schwierig ist. Wieso ist jetzt mein Handy die ganze Zeit... Was war das denn? Das hast du doch hier eben gehört. Oh, damn Jojo-Memes. Oh, Angel. Oh, I love it. Und es ist Zeit für Sans. Pornoref. Erase. Ich muss mal gerade gucken. Irgendwie hat sich mein Handy gerade gesagt, ich möchte nicht laden. Hm. Okay, jetzt. Jetzt lädt's wieder. Okay, warte mal. Also was passiert, wenn du Do Not Erase wählst? Aha. Du hast ja Erase. Ja, das ist jetzt erstmal Bandit Cam. Da bin ich schon wieder getriggert. Ach, ignorier das. Es geht eigentlich um das, was passiert. Na, jetzt ist er erstmal noch... Ich meine, kann ich nicht... Ich habe ja davor gesaved. Könnte ich nicht technisch gesehen... Nope. Nee? Nope. Oh. Okay, warte mal. Ja, ich wollte gerade sagen, das Ende an sich habe ich ja jetzt ja gesehen. Und wirklich, man muss jetzt hier echt so lange warten. Muss ich echt warten? Passiert da was oder trollt ihr mich jetzt? So, okay. Do not. No. How curious. You must have misunderstood. Since when were you the one in control? Alter, dem Scary Mace PNG. Das ist und der berühmte Kara Jumpscare. Der Kara Jumpscare. Alter, der ist auch creepy. Ist kein Trollshit. Okay, gut. Ich meine, es war schon creepy, dass ihr auf einmal alle einer Meinung wart und dasselbe Gesicht gespammt habt. Das war schon irgendwo creepy. Ohne dass irgendwer irgendwas gesagt hat. Passiert. Ich warte, also ich vertraue euch da.
Wenn ihr das sagt, dann vertraue ich euch da. Dann warten wir. Dann. Was passiert unter Schmidt? Ach so, okay. Oh, ich bin gerade so fertig. Kleiner Fun Fact, du wirst jetzt leider nie wieder True Pacifist Inning machen können. Bin ich ganz ehrlich, habe ich auch nicht vor. Weil, klar, ich könnte jetzt natürlich für diese ganzen anderen Endings noch gehen, wenn man so Person XY umbringt, aber nicht den und den. Davon gibt's Videos. Eben, davon gibt's Videos. Ich bin da jetzt ganz ehrlich, für mich ist das Spiel abgehakt. Es hat jetzt für mich keinen wirklichen Wiederspielwert. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie sage, oh boy, jetzt möchte ich aber das noch machen oder dies möchte ich noch machen. Weil, in the end of the day, das Spiel hat quasi zwei Modi. Wenn du die Pazifisten-Sache machst, dann, ja, dann ist es Pazifist-Sache. Dann hast du das sowieso. Ich würde wirklich Leuten empfehlen, also ich bin jetzt nicht wie jeder Hardcore-Fan, der dann sagt, du musst aber. Ich sag, spiel wie du spielen willst. I don't frankly give a fuck. Jeder soll seine Erfahrung mit seinem Spiel machen und dann ist gut. Aber was ich jetzt sagen kann persönlich, für die volle Experience, wenn du wirklich ein schönes Spiel haben willst, spiel's einmal auf Pazifist, also hier das normale, neutrale Ending, halt ohne jemanden zu killen, und dann True Pazifist. Und wenn du dann immer noch Bock hast, so wie ich dann halt, gib dir Genocide. Vor allem, entweder habe ich jetzt Haluten oder es bewegt sich tatsächlich in diesem Schwarzwasser. Aber das ist, glaube ich, der Faktor, wenn du zu lange auf schwarzen Bildschirm guckst. Irgendwann, das Schwarz wird irgendwo noch schwarzer. Also von daher, ich kann nur jedem raten, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, spielt zuerst einmal auf Pazifist. True Pacifist halt. Und ja. Warte mal, wie viel? Alter, es sind 69 Leute gerade da. Die gucken sich einen schwarzen Bildschirm an. Ein schwarzer Bildschirm! Ein schwarzer Bildschirm, Mary! Das ganze Wochenende! Ist bloß nur ein anderes Ende. Eben, also. Und von daher, das Spiel ist super. Das kann ich nur sagen. Also ich verstehe wirklich, wo die Fanbase herkommt. Auch wenn mir die Fanbase an manchen Ecken und Kanten ein wenig zu extrem ist. Und damit meine ich halt von wegen, dass sie dir vorschreiben, wie du zu spielen hast, wen du zu mögen hast. Nani? Ich konnte ja gestern nicht streamen wegen technischen Problemen. Da musste ich mich mit unserem Tech-Support namens Auron mal auseinandersetzen. Und der kam erst später und deswegen musste ich das Ganze alles leider aussetzen. Deswegen habe ich gesagt, mache ich heute. Aber da ich nicht wusste, was ich heute machen soll, habe ich gesagt, gut, du gibst Sans jetzt nochmal eine Chance. Und wer hätte das gedacht? Ich hab's tatsächlich geschafft. Ich bin ganz ehrlich, das, wenn ich jetzt so mal das vergleiche, der Waisenknabe von Kors im Vergleich zu Sans. Eigentlich kann man es nicht vergleichen, weil es zwei grundlegend andere Spiele sind. Aber gehen wir jetzt vom Schwierigkeitsgrad her aus, wie viel Trouble man mit einem hatte, dann schwierig. Ich saß am Orphan von Kors, saß ich auch sehr lange. Das muss ich ja nochmal sagen. Da saß ich auch sehr lange dran, weil das Ding einfach unberechenbar schnell ist. Hm? Oh, solche Hardcore, ich bin ein Stock im Hintern, Leute waren hier. Nee, zum Glück nicht. Also manchmal sind Leute ein bisschen ausgeschlagen, könnte man sagen. Waren bei manchen Sachen ein bisschen butthurt, aber es war jetzt nicht so, dass ich Leute jetzt hier bannen musste. Es ist nicht so wie in der Zeit, wo ich mal Minecraft gestreamt habe. Die zwei, drei Male. So ist es nun nicht. 10 bis 20 Minuten? Meine Güte. Ist es... Oh! Interesting. You want to go back? You want to go back to the world you destroyed.
was you who pushed everything into this edge. It was you who led the world to its destruction. But you cannot accept it. You think you are above consequences? Alter, nochmal solche Fragen? To be brutally honest, no. Then what are you looking for? Perhaps we can reach a compromise. You still have something I want. Give it to me, and I will bring this world back. Was? Rede ich jetzt mit Shush eigentlich? Ja. Then stay here for all eternity. Glückwunsch, jetzt darfst du noch länger warten. Echt jetzt? Ja. Es gibt kein Entkommen. Du hast sonst nur diesen schwarzen Bildschirm. Du bist tot. Ich muss also... Oh, hätte man das nicht noch mal... hätte man das nicht mal sagen können? Learning by doing. Ach gut, dann warten wir halt noch mal. Ihr Leute auf YouTube habt's richtig gut. Ihr könnt jetzt einfach vorspulen. Ihr seht an der Bar einfach nur... Ah, bis dahin, da passiert wieder was. Geil, vorspulen. Aber ja. Ach gut, du fein. Du bist gezwungen, mit Shush diesen Pakt einzugehen. Ach, fuck. This... Yo, Shush! Ey! Ey! Dead Guy hier! Ey! Nur mal so nebenbei, ich hab's mir anders überlegt. Ich hab Memes, falls du das willst. Ja, was möchte Shush wohl von dir? Probably wants this. Nö. Der Pillar Man Theme. Oh. Ayaya. Ay, caramba. Sum 41, still waiting. Wäre auch nicht schlecht. Gut, das ist da für die Fanfiction. Hey, Shush, is that what you want? Oh. Are those memes? Yes? I want those memes. Jetzt denkst du einfach nur so, I want that meme. I want those memes. Wir könnten sogar ein Katzenvideo gucken. Really? Ja, ein neues Video von Cola Marmalade. No. Ja. Und das heißt Cute Cats Hugging Compilation. Okay. It's a waiting simulator. Ich guck das jetzt. Guck das doch. Ich bin so astonished gerade. Ich bin so gerade erstaunt von mir selber. Deswegen. Ja. I totally beat that. Oh mein Gott. Warum ist es dann nicht mal so verlaufen, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte? Ich hatte gedacht, ich müsste echt mit voller HP in diese letzte Attacke gehen. Yo, Shush, du könntest auch, ne, ich hab's mir anders überlegt. You can have that shit. Aber was ist, wenn ich hier sag, hier von wegen, ob ich über den Konsequenzen stehe? Ist das wichtig? Da bin ich mir jetzt selber nicht mehr sicher. Oh, warte mal, das ist ein Clip. This is the true meaning of being done with this game once and for all. Okay, den Clip gucke ich mir nachher an. Das geht über Handy leider ein bisschen schlecht. Oh. Aber doch, jetzt... Meine Seele hat jetzt Ruhe. Meine Seele kann jetzt in Frieden ruhen. Du bist nicht tot. But I could be. Nein.
3 Tage später. Oh Mann. Das... Ei. Wenn du ja gesagt hättest, hätte ich ja einfach nur gesagt, exakt. Also muss ich erst quasi nein sagen und dann ja, basically. Erst sagen, nein, ich stehe nicht über Konsequenzen. Nein, ich bin kein Roboter. Und dann ja, nein, hier. Ich bin nicht Gott. Nein, ich bin nicht Gott. Und dann denkt er sich, ja, chill mal. Meine Seele abgeben. Ha! Jokes on him! Die hab ich schon verloren. Oh, ganz ehrlich, wieso steht mir das gerade so vor? Wirklich, ich sag so, ja gut, du kriegst meine Seele, dafür lebe ich wieder. How about that? Und dann denkt sich, okay, Deal. Ich so, Deal. Haha, joke's on you though, I don't have any soul. Ich bin YouTube-Partner, wir haben keine Seele. Twitch wird da auch immer jedes Mal verarscht. Twitch verlangt auch, dass du deine Seele verkaufst. Und trotzdem, die fallen da immer wieder drauf rein. Das ist immer richtig amüsant. Ich meine, es ist richtig eigentlich, richtig angenehm. Es ist irgendwie, es fühlt sich an, als würdest du in der Nacht auf dem Strand sitzen. Aber der Mond ist vorher explodiert, also gibt es gar kein Licht. Ja. I lost my soul to Jojo. Ja, das kann ich auch verstehen. Flugzeug! Oi. Das Schöne ist... Das Schöne ist, ich habe getan, was ich getan habe. Und ich werde gleich die Scheiße aus Lauren raus raiden. He gets the raid of his lifetime. Weil ich bin zufrieden mit dem, was hier heute passiert ist. Dafür, dass ich eigentlich gar nicht streamen heute, ne? Nee, also danach wird jetzt hier der... Wenn das hier gleich passiert, ne? Dann raiden wir Lauren. Weil der ist sowieso... Der hypt die ganze Zeit schon hier dieses... Kingdom Come Arrival Schmalach mich tot Zeug, was heute released wurde. Und streamt das. Ich hoffe, er streamt das jetzt gerade noch. Da muss ich gleich mal gucken. Ergo, wir werden den Dude riden. Raiden. Raiden? Damit der sich richtig einen abfreut. Raiden, the bitch boy. Is a perfect little bitch. It's a tiny, crappy soul. Oh, der Einzelhandel hat meine Seele mehr zugetan, als Sans es jemals könnte. War nur Ketchup, echt mal. Der Typ, he cannot die. Wahrscheinlich hat er irgendwo außerhalb des Bildschirms ein Soundboard, wo er einfach diesen Vanish-Sound abgespielt hat. Das hättest du wohl gern. Nee, he's dead. Kann man das beweisen? Kann man seine Leiche irgendwo finden? Mr. Bernard, leider zu Staub danach. Kann man seinen Staub irgendwo finden? Vermutlich. Ich meine, ein geschlossener Raum, wo soll ihr Wind wehen? Echt mal, also eigentlich müsste da so eine Staubwolke einfach nur rumliegen. Shadow Sands Fanfiction. Wieso stelle ich mir das eher so vor, dass ich den Kerl einfach nur durch die Gegend dropkicke? Oder er schmeißt dich durch die Gegend. Ja, das wohl eher. Now you understand everything. Vielleicht hast du den Staub eingeatmet und nun ist er in dir. Oh, scheiße. Ha. Boah, stimmt, seine Jacke hätte ich schon gerne. Die sah bequem aus. Nicht seine Pantoffeln? Der hat eine Pantoffeln? Ja. Ich hab gegen einen Typen verloren, der Pantoffeln trägt? Ja. Alter, er ist ja fast der Mechaniklist der Undertale-Welt. So, Schusch, hi, hallo. Ist mir anders überlegt.
You hear me? Wahrscheinlich sitzt du Schuster nur so. La, 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 la. Ich höre dich nicht. Leid noch ein bisschen. Ich leid nicht, ich langweil mich. Ist dasselbe. Wo ist der Unterschied? Du bist schließlich tot. Ja. Du bist so tot wie ich. Ich weiß nicht, warum ich da zu diesem Wesen gesagt habe, ja, escape, bring mich ruhig um. So, komm, jetzt sind die 10 Minuten aber gleich um hier. Yeah, oh. Du Bananenpartoffel. Ein totes Kind. Ich meine, tatsächlich, wir haben alle Knochen, wir sind alle ein Skelett, technisch gesehen. Ja, eben. Nur mit einem Fleischanzug drumherum. Ja, eben. Wir sind also alle Sans. Ich guck gar nicht auf den Bildschirm, ich guck überwiegend auf den Chat. Entweder auf den Chat, auf OBS oder auf Kesu. Wieso soll man auf mich gucken? Warum nicht? Spoopy scary skeletons down your spine. They break your skull and schlagen dich zusammen. Aber ich muss echt sagen, als er am Ende denn nur noch angefangen hat, dich durch die Gegend zu schmeißen, da habe ich echt gedacht, so, oh nein, was ist das jetzt, was ist das? Wieso schmeißt er mich wild durch die Gegend, als hätte er einen Anfall? Das war, ja. Ui. Echt mal, Schusch, beweg dich endlich. Jesus Christ. Weißt du, er hält sich hier für Gott persönlich, aber in Wirklichkeit denkst du dir einfach nur, boah, Alter, bin wichtig, ja. Sieh mich an, ich bin wichtig. Sag mal, wie viele Flugzeuge fliegen hier vorbei? Du hier in der, also, nein, nicht in der Nähe, aber es ist ja hier ein Flughafen. Das ist schon das dritte, was diese Strecke hier entlang fliegt. Das ist dasselbe und fliegt immer im Kreis. Weißt du, ich denke so, oh shit, vielleicht ich crash mal lieber nicht. What the fuck? Also wenn nachher irgendwie Undertale-Porn hier gleich auftaucht, ne? Also dann... I will blame every one of you. Nein. Okay, gut. Ach ja. Gut, dass ich zu dumm war zum Tippen. Also da bin ich immer noch gerade froh, dass ich einfach nur Jor geschrieben habe. Oh, you annoying little brat. Jetzt tanz endlich an hier. Nein. Ich hab's mir anders überlegt, okay? Nein. Es ist stinktot zu sein, okay? Dragon Ball Z Abridged? Ja. Ich würde es mich nur freuen, wenn die tatsächlich mal Folgen wiederbringen würden. Kommt aber sowieso nicht an meine Lieblings-Abridged-Reihe ran. Hellsing Abridged. Ja, Alucard ist just the best. Du hattest einige Zeit einen Ohrwurm von dem Spruch. Is it the big titties? Is it the big titties? Ich drück mal, ja, aber es passiert nichts. You cheeky dick waffle, ja genau. Alucard ist einfach, ey. You got me a present. Oh. Jetzt tanz an, du Soziopath. Meine Güte, ich hab's mir anders überlegt, ja. Alter, ey. Bist du von einer vollen Stunde? Ja, also wenn er dann nicht da ist, ne? Dann kann man wirklich sagen, Shush went for a walk.
Hey, Dandy Dick, you missed! Genau. Das ist, oh, Alucard ist das Best. Dein Stream laut gehört, ja, meine Mutter war mein Psychokram. Was ich für ein Psychokram gucke. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Nee, Tragika. War mir gar ein Stream auf laut gehört, eine Tür ging auf. Meine Mutter fragt, was ich für einen Psychokram guck. Ja, ich mache immer einen wunderbaren ersten Eindruck, ich weiß. Och, come on jetzt. Also jetzt machst du es mit Absicht. Ja. Now he makes it on purpose. Du hast es selber gesagt, you little twat. Du willst was von mir. Also komm und hol jetzt. Wo kann ich mitgucken? Cool. Willkommen zum schwarzen Bildschirmsimulator. Wir warten eigentlich nur drauf, dass tatsächlich mal was passiert. Das wäre nämlich langsam echt mal cool. Der sucht sich eine neue Seele. Der rennt jetzt echt durch die Gegend. Fragt andere Tote so, yo, Bock auf den Deal? Nee, okay, gut. Du, Bock auf den Deal? Nee, okay, gut. Und irgendwann denkt er sich, na gut, ich gehe wieder zu dem anderen zurück. Na, ich hoffe, du hast es dir anders überlegt. Beweg dich endlich, du Idiot. Oh, das ist auch mal nett, ja. Alter, weißt du, manche Leute streamen hier das Neueste vom Neuesten in 3D und VR. Ich stream schwarzen Bildschirm und habe 68 Leute. Wer will sich mit mir anlegen? Who wants to fight me? Das ist echt erstaunlich gerade. Weißt du, ich gebe mir mal Mühe für Events und hast du nicht gesehen? Aber ich habe 68 Leute bei einem schwarzen Bildschirm. Was sagt das über... Was sagt das über mich aus? Oh, sicher, wenn man nicht erwartet. Ja, genau dann wahrscheinlich. Aber ich sag dir, wenn er bis 19 Uhr nicht da ist, I will fucking kick him. Nani! Braucht eine Taschenlampe, um sich zu verletzen. Er hat sich verlaufen. Ich bolze ihn gleich quer durchs Nirvana, wenn der nicht wieder antanzt. Schon mal eine dropkickende Leiche gesehen? Wow. I make it happen. Leichenfreistoß. Leichenfreistoß! Nein. Jetzt sind schon bei 20 Minuten um. In 3 Minuten. Oh, heavens. 70 Zuschauer. Alter, das ist ein schwarzer Bildschirm. Leute. Schwarzer Bildschirmsimulator. Oh, auf jeden Fall wird gleich so hart Lauren geradet. Sofern der noch streamt. Weiß das gerade einer? Ist gerade einer zufällig? Kann das jemand bestätigen? Lauren, der alte Dude? Nani? Er ist eingeschlafen. Ja, das ist, ja, Lauren wird noch was erleben, sofern tatsächlich mal Schuss sich hier hinbewegt. Aber das ist er ja hier schon mal. Den können wir dann ja mal raiden, den Duden. Sofern der noch am Stream ist, ich weiß es nicht. Lauren streamt noch, okay. Dann ist ja gut. Ne. 6 Minuten hast du noch. And I'm getting sick of your shit. Aber es ist auch für mich gerade eine gelungene Abwechslung, muss ich sagen. Das ist eine Machtstreb. Größenwahnsinnig halt. Ach, ja. Wenn es nichts weiter ist, nicht?
in the air. Ich mach das mal wie folgt. Ich guck mal gerade, ob Lauren tatsächlich noch. Beziehungsweise. Na, weißt du was? Nee, ist egal. Wir machen das gleich einfach. Ich muss noch gucken, ob ich dann noch weiß, wie ich raide. Wie findest du eigentlich Sprüche technisch besser? Alucard oder Anderson? Alucard. Einfach weil Alucard auch mehr Screentime dafür hat. Nani? Ich meine, kann das Ding jetzt nochmal wiederkommen oder habe ich das vergeigt? Ja, kann. Er denkt sich nur, jetzt lasse ich mir Zeit. Er muss jedes Mal. Nani? Von der Glatze Canes. Oh nein, nicht die Glatze Canes. Oh, ich habe mir das, das Rocket League-Turnier von Matze angesehen. Ich fand's super. Das war ein super Turnier. Kalter Kaffee. Wieso hast du denn da noch stehen? I was busy! Nachdem ich dieser Kaffee ja betrogen hat, ne, mitten im Stream. I almost died. Morgen mache ich ein YouTube-Video mit dem Titel I almost died, my true Kaffee Story. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Guck, such Team Forster, Draco. Team Forster. Helsing Ultimate Abridged. Ist unglaublich witzig. Ja gut, 4 Minuten hat dieses Nervgerät jetzt noch Zeit. Um genau zu sein, 3 Minuten. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Nani? Ich bewege die Hände, der Zuschauer langweilig. Oh, okay. Ja, ich merke schon. Also, der TFS reicht auch. Ich muss neu starten und wieder 10 Minuten warten? I will not do this. Steht im Wiki. Okay, I will not do this. Das tue ich mir nicht an. Also, der kommt nicht wieder. Ja, das glaube ich nämlich auch langsam. Also, Schuss kriegt definitiv die Klippenregel. So viel ist man sicher. Alter. Weißt du, erst hier antanzen und mich dann an einem schwarzen Bildschirm sitzen lassen, der kriegt die Klippenregel. He gets the pain train. Verdammte Konsolenversion. Aber ich bin froh, dass es auf der PS4 rauskam, weil es ist einfach, was die Controls angeht, so viel angenehmer für mich gewesen. Zumal mein 360-Controller schon abnormal abgenudelt ist. Von daher, ich bin froh, dass ich das machen konnte. Die Glatze Canes grüßt dich, war besten Teams im Turnier. Ja, ja, ich weiß nicht. Nani! Ich hab's ja gesehen. Ich war erstaunt, dass Rüdiger so gut war. Das erste Mal, dass Rüdiger tatsächlich gut war in etwas. Oh! Oh, sick burn! Okay, gut. Wisst ihr was? Wir belassen es hierbei. Wir belassen es hierbei und ja. Shush can literally fuck itself. Das ist ja. Wenn ihr wissen wollt, was dann passiert, google es. Es wird es wahrscheinlich 10.000 Mal auf YouTube geben. Also ja, okay, 1 Minute noch, fair enough. Aber ja. Basically nothing happened. Es ist im Grunde, ja. Ja, ich weiß, dass ich meinen PS4-Controller auch an meinen PC anschließen kann, but I don't want to. Ich sag mal so, der PS4-Controller ist zwar gut, aber für einige Spiele ist der 360-Controller dann doch irgendwo superior. Muss ich mal sagen. Aber mein 360-Controller ist mittlerweile so abgenudelt, der, ja. He doesn't care anymore. Ja, ich glaube, ja, yeah, I think that's it. I think it can literally fuck itself. Gut. Okay. Dann behältst du wenigstens deine Seele. Behalte ich halt meine Seele, das ist ja nicht mein Ding, ne?
Okay.